Hier haben wir ein Kartenspiel für mehrere Spieler. Schwarzer Peter heißt es. Als erstes werden die Karten gemischt und rundherum an die Spieler verteilt. Im Spiel gibt es immer zwei Karten, die zusammengehören. Der Spieler, der im Zug ist, zieht eine Karte von seinem Vorgänger und legt dann seine Paare ab, wenn er denn welche hat. Wenn nicht, hat er Pech. Wenn ja, ist er dem Sieg einen Schritt näher. Denn wer als erster keine Karten mehr hat, der hat gewonnen. Allerdings ist da ja auch noch der Schwarze Peter. Der Schwarze Peter ist eine Karte, zu der es keinen Partner gibt und die daher auch nicht abgelegt werden kann. Wer also zum Schluss, wenn alle ihre Karten abgelegt haben, den Schwarzen Peter auf der Hand hat, hat nicht nur nicht gewonnen, er hat sogar richtig heftig verloren. Wenn ihr Punkte aufschreibt, bekommt also der Gewinner, derjenige, der als erster keine Karten mehr hatte, einen Pluspunkt und der arme Tropf mit dem Schwarzen Peter einen Minuspunkt. Wer den Schwarzen Peter hat, will ihn natürlich wieder loswerden. Beobachtet, von wo euer nachfolgender Spieler am liebsten bei euch zieht, von einer der Seiten oder doch aus der Mitte, Karten, die nah zusammenliegen, die etwas hervorstehen oder gerade eben nicht. Am besten ihr lasst es euch nicht anmerken, wenn ihr den Peter habt. Mischt immer mal wieder eure Karten und lasst euch nicht reinschauen. Mit etwas Glück seid ihr den Schwarzen Peter schnell wieder los. Wenn ihr Pech habt, ist er natürlich genauso schnell wieder da. Wenn es in einer Runde mal nicht so gut läuft, nicht zu sehr ärgern, in der nächsten sieht es bestimmt wieder besser aus. Wenn allerdings doch nicht, dann seht es doch mal so. Ihr habt wenigstens Leute, die mit euch spielen wollen. Den armen Schwarzen Peter will niemand bei sich haben. Dem geht es viel, viel schlimmer. Viel Spaß beim Spielen.